Und hol ich viel besser da, ne? Das soll ich mit der Angst drauf gemacht, Alter. Ja? Ja, die Sonne ist jetzt wieder gut. Sonne ist schon raus. Kommt irgendwann die Sonne raus. Wir hatten auch einen ganz prominenten Startschussgeber heute. Unser Bürgermeister Andreas Wiesner hat sich nicht nehmen lassen, hier so früh zu erscheinen und euch alle auf die Strecke zu schicken. 12. Auflage des 12-Stunden-Rennens von Tottenham-Berg. Jawohl, auf, Lila, komm, hopp! Andreas! Andreas! Dann kommt der Karl-Heinz Alpiger von Carbon statt Kondition. Kondition braucht er trotzdem ganz sicher. Okay. Und der Kai Sahler vom Team Heller. Das ist der dritte momentan in der Einzelfahrer. Peter Ziemann, Senior-Team auf Rang 21 fährt. So, wie ist das Rennen bisher gelaufen? Ganz gut. Bin so Frank viel. Altermann. Immer noch. Aber steigern. Steiger. Ja, die letzte war jetzt 2. So, Marlon Fuhrmann. Am Anfang ist halt nimmer. Ich dachte immer. Sie ist auch hervorragend unterwegs. Viel Spaß. Danke. Alleine, hat 6 Runden hinter sich und ist im Moment auf Rang 2 bei den Damen, bei den Alleinfahrern. Jawohl, lauf, komm, hopp, 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 drück! Stefan Lichtweiß von Rothaus Cube Tannenzäpfle auf Rang 12 und Michael Wegner vom DMB Racing Team auf Rang 22 als Alleinfahrer in der Klasse S1. Als nächstes haben wir 10 Sekunden! 1, ah, das reicht nicht mehr. Und es kommt ins Ziel. Die Young Captain Hellstern. Sie nimmt die Einzelwertung, wird Bergkönigin hier in Tottenham-Berg. So, wie war der Tag? Schön. Hat Spaß gemacht? Ja. Prima. Machen wir es nächstes Jahr wieder? Ja. Schauen wir mal. Vom Team Kessel-Jürgen geworden. 12. Rang in der S1-Wertung, 168 Kilometer auf R gefahren. Und jetzt kommt der Frank Altermann, eine Gnade für die Wahl. Jetzt hat es das Stadion vor Open, sehr gestimmt wird, Sporthotel, Felsenhotel, Wandern hier in Kottenau. Alle haben sich's verdient. Natürlich kann man auch verdienen mit der Hochzeit. Ich glaube schon, dass das ganz schön anstrengend ist, nach so langer Zeit.